Hallo und herzlich willkommen YouTube. Ich bin's wieder, Aubertin. Und heute gibt's mal wieder ein etwas anderes Video von mir. Denn ich habe in letzter Zeit an einem Projekt gearbeitet, was sehr viel Zeit gefressen hat. Deswegen ist das Video, was ihr heute seht, auch so ein bisschen mehr so diese Budget-Variante, weil ich nicht so viel Zeit habe, das Video halt aufzunehmen. Damit ihr mal seht, woran ich quasi in den letzten Wochen so ein bisschen gearbeitet habe mit der Community vom CCS. Und ich würde sagen, ich zeige euch das einfach mal, weil das ist quasi eine Ankündigung, die wir jetzt hier sehen werden. Und die Ankündigung ist relativ simpel. Das ist nämlich hier. Das ist unser Custom Card Set Insane Superiority mit dem Covermonster der Hungrigen Cola. Wurde für gewotet, als das zur Auswahl war. So, warum überhaupt ein Custom Card Set? Also ihr habt in den letzten Wochen und in den letzten Monaten ja bei mir viele Custom Card Videos gesehen und ich möchte einfach so ein bisschen Struktur quasi in diese Custom Karten reinbringen. Ich möchte quasi eigenes Format erschaffen. Wir haben halt jetzt halt das OCG, das ist das asiatische Format in Asien, wo die Karten rauskommen. Dann haben wir das TCG, das ist halt das Format, was den Rest der Welt spielt. Und jetzt haben wir quasi mit den Custom Karten ja unser eigenes Format erschaffen. Wir werden das kreativerweise CCG nennen, also Custom Cards Game, anstatt zu Trading Card Game oder Original Card Game. Das ist quasi das Format sein und werden die Formate quasi ähnlich wie das Konami auch macht, mit Set Releases bestimmen. Das erste Set, was kommen wird, wird Insane Superiority sein und es wird quasi wie bei allen Konami Sets auch so sein, dass wir eine Sneak Peek machen werden und wir auch dann Turniere spielen werden. So, die Sneak Peek wird hier natürlich mit etwas anders laufen, weil das ist ja ein Online-System. Das heißt, wir können ja nur online halt simulieren. Auch wenn ich dabei bin, herauszufinden, wie ich Karten printen und drucken kann, die ihr gegebenenfalls kaufen könnt, aber da muss ich ja gucken, dass ich das hinbekomme. Die werden auch nicht so teuer sein, wenn ihr wirklich die Karten haben wollt. Aber erstmal geht es darum, dass wir das Set veröffentlichen und dann eine Sneak Peek machen. So, was für Karten sind denn überhaupt in dem Set drin? Ne, die Hungry Cola ist ja klar. Dann haben wir jetzt quasi hier noch einmal ein paar andere Karten drin. So, die nicht, sondern hier. So, das sind quasi die Karten, die ich für das Set vorgesehen habe. Also für die Sneak Peek, das ist schon mal wichtig. Die Promokarte wird Book of Dawn sein. Die wird quasi also jeder bekommen, der bei der Sneak Peek mitmachen möchte. Wie ihr mitmachen könnt bei der Sneak Peek, das werde ich noch ankündigen, wenn die startet. Aber wir sind momentan in einer Phase, wo schon ein Großteil vom Set fertig ist. Wir aber die ganzen Scripts noch fixen müssen, dass alles wunderbar funktioniert, dass wir wirklich mit allen spielen können. Ich werde erstmal kein Limit für die Anzahl an Sneak Peeks festsetzen, also wie viele Teilnehmer da sein können. Der Preis, der ist schon festgesetzt, das wird eine Custom-Karte von mir sein. Ihr werdet quasi eine Custom-Karte von mir designt bekommen, nach euren Wünschen. Im Endeffekt werdet ihr mit mir konsultieren müssen. Und diese Custom-Karte wird quasi im nächsten Set verfügbar sein. Die könnt ihr dann quasi im nächsten Set dann mitspielen. So, in dem Set sind 100 Karten enthalten, wie in jedem Konami-Set auch. Wir haben Super, Ultras und Secret Rares. Das geht aber wirklich nur rein um die Raritätsverteilung, wie das quasi bei der Sneak Peek laufen wird, welche Karten ihr ziehen könnt, also die Pull-Ratios der Karten. Das hat also keinen Einfluss darauf, wie die Karten bei Yu-Gi-Oh! Aussehen oder was für einen Wert die haben, sondern die werden einfach kommen. Und dann haben wir quasi hier schon mal die ganzen Karten. Ihr habt garantiert einige davon schon gesehen, einige vielleicht auch noch nicht. Ist auch so beabsichtigt. Und die Karten werden nach und nach halt fertiggestellt. Und dann werdet ihr im Endeffekt, wenn die Sneak Peek kommt, vollen Zugriff auf alle Karten haben. Ich wollte das nur schon mal ankündigen, damit ihr so ein bisschen seht, was ich so in den letzten Wochen halt gemacht habe. Weil da sind wirklich ein paar coole Sachen bei rausgekommen, ein paar coole Karten, ein paar Sachen werden noch verändert. Aber ich hoffe, ihr seid so ein bisschen gehypt auf das Projekt wie ich auch, weil ich finde, wir können damit eine coole Sache machen, was wir halt im deutschen YouTuber-Raum noch nie gesehen haben. Nämlich 100 Karten zu erschaffen, die neu sind, die innovativ sind, mit denen wir wirklich Sachen machen können, die mit dem Thema interagieren. Und das sind quasi die Karten, die in dem Set drin sein werden. Ne? Habt ihr jetzt quasi großartig schon gesehen. Wie ihr seht, wir enden bei Nummer 92. Wir sind also noch nicht ganz fertig. Also ihr seht jetzt nur noch die 87 von Assistant Mina und nicht von dem Errata-Typen.
Und ich hoffe, ihr seid wirklich genauso gehypt drauf wie ich. Ihr könnt mir schon mal schreiben, ob ihr Bock habt, bei der Sneak Peek mitzumachen, was ihr davon erwartet. Kurz zu dem Format, wie das nachher auf dem Channel laufen wird. Also Sneak Peek hat ja mehrere Runden. Wir werden also gucken, wie viele Leute dich danach über die Sneak Peek eintragen. Und es wird dann quasi jede Runde so ein Feature-Match geben, wo ich quasi die Replays zeigen werde. Und dann werden quasi die Videos auch in einer Woche Tag für Tag kombiniert, wie viele Runden wir halt haben. Und dann wird es nachher halt die Tops, da wird es halt dann Live-Matches geben, wo ich dann quasi kommentieren werde mit einem Co-Kommentator. Das ist quasi geplant. Dann würde ich sagen, lass mir doch mal ein Like und ein Abo da unten für das nächste Step. Lass mir mal ein bisschen Hype da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut da rein. Ciao.